Oh yeah. Oh mein Gott, der Ladebildschirm ist so der Hammer. Muss ich ganz ehrlich sagen, es ist schon ein Riesensprung zwischen PS4 und 5. Auch mit SSD. Was geht hier vor sich? Eine seltsame Tragödie, mein Herr. Wo ist Zaki? Sie hat sich im Fluss ertränkt. Wie ich es verstanden habe, fühlte sie sich schuldig am Tod ihrer Familie. Sie wurde von den Banditen manipuliert, auf die ihr traft. Ich habe sie unschädlich gemacht. Danke, mein Herr. Verstehe. Vielleicht hat das alles doch etwas Gutes. Na gut. Jetzt können wir sie nicht mehr zur Rede stellen. Wie voll ist denn eigentlich mein Akku? Ist ja voll. Ja, dann kann das Kabel ab. Warte mal, das müsste jetzt... was für ein Part müssten das sein? Ich mal ganz kurz selbst überlegen. Also wenn man mal bedenkt, dass ich darf, dass ich Horizons Forbidden West mit Ghost of Tsushima zusammen begonnen habe. Ist Forbidden West ein bisschen hinterher, weil da bin ich nur bei Part 25 oder so. Gut, das hat sich geklärt. Die Frage ist jetzt, Fallensteller? Nee, ich würde gerne... zur Bogenmacherin gehen. Also generell einfach mal gucken, was ich so upgraden kann. Die Frage ist, wo finde ich jetzt was? Fallensteller zu Bogenmacherin bitte zuerst. Zu der guten Dame. Lasst mich euren Bogen verstärken. Vielen Dank. Tadayori Nagao wäre auf diesen Bogen neidisch. Gut. Ihr habt meinen Dank. Momentan ist euer Bogen so gut, wie mein Handwerk es vermag. Super, vielen Dank. Gute Frau, die ist super. Fallensteller. Ich wäre euch gern zu Diensten. Schnellfeuerwaffen. Kunai, Rauchbombe, Haftbombe. Fernkampf. Pfeil vollständig verbessert. Ja. Ausgezeichnete Wahl. Wir haben nicht mehr genug. Tut mir leid. Dafür brauche ich mehr. Vollständig verbessert. Ja, da brauche ich... Okay, das hat sich geklärt. Die etwas braucht, mein Herr. Muss ich nur gucken, wo dieser unentdeckte Ort hin ist. Ich doch schon. Finde den Musikanten. Aha. Kommt, mein Herr. Oshitsunes Geschichte erwartet euch. Na dann, hau mal raus, alter Mann. Wenn überhaupt. Vor langer Zeit wurden ein Kaiser und sein Palast von einem geflügelten Dämon heimgesucht. Der Kaiser schickte nach Oshitsune, dem bekanntesten Schützen seiner Zeit.
dessen Bogen von Kami gesegnet war. Ja. Als sich der Dämon erneut zeigte, war Uchitsune bereit. Mit dem Langbogen war er präziser und seine Pfeile flogen weiter als die jedes anderen Schützen in Japan. Uchitsune schoss nur einen Pfeil ab. Er durchbohrte das Herz des Dämons. Als er zu Boden fiel, verfluchte er Uchitsune in seinem letzten Atemzug. Kurz darauf sah Uchitsune die Gestalten des Dämons überall. Sein legendärer Bogen verfehlte nie. Doch jedem Pfeil, der sein Ziel traf, folgte ein menschlicher Schrei. Die Leichenspur führte zu seiner Gefangennahme. Obwohl viele Uchitsunes Tod forderten, empfand der Kaiser Mitleid mit ihm. Uchitsune wurde auf die Insel Tsushima verbannt. Er starb Jahre später, allein und beinahe völlig vergessen. Der Dämonentöter Langbogen ist seit seinem Tod hier verborgen. Manche sagen, er warte auf einen würdigen Meister. Andere glauben, er berge noch immer den Fluch des Dämons. Ihr wisst, was mir auf die Nägeln brennt. Ratet's. Fluch oder nicht, der Bogen muss mächtig sein. Gebt Acht, mein Herr. Der Bogen nährt die Finsternis in jenen, die danach suchen. Ich werde daran denken. Doch wo soll ich mit der Suche beginnen? Um seinen Geist zu beruhigen, ging Uchitsune oft an der Küste spazieren. Er liebte die blauen Hortensien dort. Vielleicht liefern sie einen Hinweis. So, so. Suche an der Hisoshi-Küste nach blauen Blumen. Ihr wisst doch, dass ich den Bogen jetzt suche. Ihr wisst's einfach. Haben wir direkt hierher. Ihr wisst's doch einfach, dass ich das nicht lassen kann. All meine Waren sind mit. Händler? Einiges kennt ihr vielleicht noch nicht. Schwertkits? Ja, ist halt die Frage, ne? Ich meine, wir können die Dinge halt alle kaufen, ja. Gute Wahl. Danke. Ihr werdet zufrieden sein. Fernkampfwaffe unentdeckt. Was immer euch hilft, hilft uns allen. Gehört euch, wenn ihr mir mehr bringt. Danke. Geht unter den Schutz der Karte. So, ihr wisst doch einfach, dass ich den Scheiß jetzt suchen werde. Die Frage ist nur, wie komme ich da hin? Ohne jetzt in den Tod zu springen. Ja, zur Not schwimme ich einfach. So, hier an der Küste. Soll ich nach blauen Blumen Ausblick halten? Ja, den Bogen hätte ich gern, wenn der richtig mega Damage macht. Nach blauen Blumen. Nach blauen Blumen. Blaue Blumen, wo seid ihr? Blaue Blumen, ich bin hier. Ich möchte euch so gerne sehen aus der Ferne. Tülü.
abgeranzte Bambusfelder. Bin hier schon richtig. Jetzt muss ich nur noch blauen Blumen suchen. Blaue Blumen, sonderbar. Blaue Blumen, wunderbar. Blaue Blumen, da hab ich sie. Blaue Blumen, wie der Musikant gesagt hat. Ich bin in der Nähe. Folge den Blumen. Hortensien? Doch, es könnten Hortensien sein. Alter, sieht das geil aus. Oh, seltsam. Das Grab ist aufgebrochen. Da war doch bestimmt schon jemand drin. Und den müssen wir besiegen, sonst kriegen wir den Bogen nicht. Komm mal wieder raus. Eine Insel, umgeben von blauen Blumen. Uchizunes Bogen könnte dort sein. Uchizunes letzte Ruhestätte. Suche in Yoshi nach der Insel. Na dann. Jup. Oh, die Lichteffekte, ne? Sucht nicht nach dem verfluchten Bogen. Er bringt nur den Tod. Mich gerade ab. Er trug die Maske eines Tengu-Dämons. Und das war ein Warnschuss. Ich muss auf der Hut sein. Nach einer Insel suchen. Eine Insel mit zwei Bergen und einem tiefen blauen Meer mit viel Pulling und viel Schwabeln und einem Eisenbahnverkehr. Ja, ja, lalalala, jetzt will ich auch mal hin und hole mir den Bogen und steck ihn dann in mein Kinn. Dü-dü-dü. Hallöchen. Du Lümmel mit dem Bogen, der hat mich betrogen und belogen. Ganz schön verwogen. Wo bist du denn? Ich habe keine Pfeile mehr. Zeig mir, was ihr könnt! Zeig mir, was du kannst mit deinem kleinen Schwanz! Yeah! Der Himmelsschlag ist einfach so ein Traum. Vorräte einfach alle sammeln. Einfach R2 Spam. Bist du noch am Leben? Hilfe! Na, selbstverständlich. Das kriegen wir hin. Diesen Moment vergesse ich nie. Bringt euch in Sicherheit. Seid vorsichtig. Für euch, mein Herr. So, den blauen Blumen folgend. Gut. Wir sind ja zu den Damen ja nur ganz nett, ne? Das ist ja alles. Das ist ja, hat ja alles Sinn und Verstand. Den alten Ladies schenkt ja keine Babys.
Da ist doch eine Insel, die sieht doch genauso aus. E-O-I-H-U. Ha-he-hi-hu-hu. Ich weiß so in etwa, wo ich lang muss. Frage ist nur, wie komme ich da hin? Also ich glaube nicht, dass wir da runter müssen. Ich würde eher sagen, dahin, das sieht danach aus. Und bei der Brücke wird es wahrscheinlich auch wieder viele interessante Sachen geben. Fallen und so ein Scheiß oder Pfeilhagel, irgendwie sowas. Hier wird es ein bisschen grauer. Ich habe eigentlich keine Lust, irgendwelche Dingsbums reinzusetzen. Interessant, ne? Ich kann zwar genau sehen, wie lange ich aufnehme, ich kann aber einstellen, dass alle 40 Minuten die Videodatei gespalten wird. Wir sind irgendwie da runter. Ja, dass hier Leichen liegen, gefällt mir gar nicht. Ich würde gerne wissen, was da passiert ist. Kann doch nicht sein, dass da random einfach irgendwo ein paar Leichen liegen. Das finde ich ein bisschen... Weirdo! Ich habe ja schon fast überlegt, dass ich das, was ich mit Dingsbums hier mit Tsushima mache, ja auch mit Dingsbums mache, mit Forbidden West. Nur, dass ich da einfach... Hier bin ich! Dass ich da halt während des Streams... dass ich da während des Aufnehmens einfach auf Stream drücke oder so. Aber ich glaube, das würde so ein bisschen... Für die Interessenten würde das, glaube ich, ein bisschen too much sein. Dann würdet ihr wahrscheinlich auf YouTube das Forbidden West gar nicht mehr gucken. Obwohl ich sowieso nicht mal glaube, dass ihr euch das anguckt. Da wird wahrscheinlich die Insel sein. Heilfelsschrein? What the fuck? Oder ist das da hinten nur der Schrein? Kann ich mich nicht hier irgendwo... Lol. Schön, man sieht nix. Thank you.
Heidewitzka. Da komme ich zurück, ne? Ich muss schon hier lang. Will zwar nichts sagen, man kann es auch übertreiben mit dem Klettern, aber man kann es mit dem Klettern übertreiben. Hoffentlich lohnt sich das Ganze auch. Ne, Frosch. Ja, ne? Also ich hätte es nicht gemacht. Das ist... Bin ich ganz ehrlich. Hallo, Möwe. Boah, ich hab gedacht, er springt jetzt runter, weil er es nicht checkt, dass er da drauf soll. So, die Blume nehmen wir mit. Ich will zwar nicht sagen, die Brücke ist baufällig, aber wenn es talentierte Handwerker gibt, die sich ein Taschengeld verdienen wollen, sollten sie sich die Brücke mal angucken. Erstmal voll gegen den Wind gefurzt. Und jetzt Furzkapazität mal 2. Talisman von Ukunishi. Umi Nushi Srulunbushi. Da sind die blauen Blumen. Da müssen wir hin. Ist aber gut, dass man Schnellreise den Schrein verlassen kann. Finde ich gut. Muss man nur gucken, wie ich da trotzdem halt irgendwie da hinkomme. Ah. Nope. Ich glaube, ich muss generell dem blauen Punkt folgen. Irgendwie das Gewitter sagt nein. Ich habe so das Gefühl, das Gewitter ist nicht auf meiner Seite. Ich will jetzt auch nicht zu sehr laufen, weil der sonst anfängt hier. Ich meine, ich könnte ja auch mit dem Pferd reiten. Mit unserem Zora. Ist es heute warm oder kommt mir das nur so vor? Ja, das könnte danach sein. Das könnte danach klingen. Ich traue dieser ganzen Ruhe hier nicht. Das war doch nur ein Angler. Warum? Der wurde gefesselt. Boah, ist das mies.
Berg, umgeben von blauen Blumen. Uchitsunes Bogen könnte dort sein. Mich verarschen! Ja, war mir klar. Setzt eure Suche fort und Tsushima wird fallen. Genug. Sprecht auf. Das ist eure letzte Chance. Lasst den Bogen in Ruhe. Leck mich! Das ist mein Bogen, Arschloch. Lassen wir doch nicht von so einem dahergelaufenen Lümmel. Und sagen, was ich tun soll. Glaub's ja wohl nicht. Und da haben wir es doch schon. Blaue Blumen. Hier bin ich richtig. Blaue Blumen, sonderbar. Blaue Blumen, ist doch Glas. Blaue Blumen, sehe ich da. Zu blauen Blumen sag ich ja. Oh yeah. Der Bogen muss dort sein. Würde ich nicht sagen. Kommt bestimmt zum Showdown. Uchitsunes Langbogen. Kann man den Fluch brechen? Wo bin ich? Der Bogen ist verflucht. Ihr werdet bis ans Ende eurer Tage nur tot sehen. Erst vertreibe ich die Mongolen, dann kann ich mich um Flüche sorgen. Ihr werdet schon sehen, der Dämon wird euch heimsuchen. Hätte ich das vielleicht verlieren sollen? Ich habe Angst vor dem Bogen. Der Fluch von Uchitsune. Interessant. Auf jeden Fall. Hoher Schaden und Fokus, aber langsames Zieltempo. Ducken ist beim Zielen nicht möglich. Ah ja, Ich bleib bei dem Kurzbogen, habe ich das Gefühl, es ist besser. Einfach aus dem Aspekt, dass ich glaube, es könnte ein Problem sein. Was haben wir hier?
Bogenmacherin, Verbesserung verfügbar. Okay. Immerhin. Mit der spreche ich gleich. Die hat bestimmt was zu erzählen. Hier gibt es keine Geschenke. Okay. Die haben Tsushima verraten. Warum schließen die sich den Mongolen an? Der kann auch nichts. Habt ihr auch mehr Füchse als normalerweise bemerkt? Überrascht mich nicht. Die Mongolen haben die Pfade zu den Türen. Wo ist denn jetzt diese fucking Bogenmacherin? Da. Ich kann mir den Langbogen bestimmt wesentlich verbessern. Etwas Gutes haben die Mongolen ja. Darf ich mich um euren Bogen kümmern, Herr? Na, selbstverständlich. Schlägt einen perfekten Schuss. Makellose Präzision und Reichweite. Euch fehlen die benötigten Materialien. Alter, 400 Vorräte. Fürst Sakai, kennt ihr die Statue, die das große Gehöft in Kushi überblickt? Nein. Ein junger nicht. Mann schützt sie dort draußen ganz allein vor Vandalen und Dieben. Ein Werk von Meister Iso. Der junge Mann braucht vielleicht Hilfe. Nicht, dass wir die Statue an die Invasoren verlieren. Bitte, bemüht euch, sie zu retten, mein Herr. Kein einziger Pfeil hat getroffen. Jetzt war hoch. Ja, auf. Wo? Optionen, was ist denn Optionen? Hier. Ja, das ist ja auch schon bei Toyotama. Das interessiert mich nicht. Heißt, ein Schmuggler hätte eine sichere Route nach Tsushima entdeckt. Klingt zu gut, um wahr zu sein. Das ist das Risiko wert, oder? Das sagt ihr bevor. Wie kann ich auch mit Leuten sprechen? Der die Yarikawa-Festung erbaute. Ah, das ist drei Striche und keine Option. Wie könnte ich Norio vergessen? Weinen wird auch nichts. Ich kann nicht! Diesen Mönchen im Zedern-Tempel geschah. Ja, eben. Norio hat überlebt. Das ist ja wunderbar. Da kann ich mit jemandem sprechen, da gibt es wieder Informationen. Es sind finstere Zeiten, mein Herr. Ihr tätet gut daran, die Kami um Hilfe zu ersuchen. Ihre Schreine liegen hinter den Tori-Toren. Ich frage mich oft, ob sie unsere Gebete hören. Sie hören alles und sehen alles. Wenn ihr euch beharrlich bemüht, antworten sie. Hab Dank. Ich versuche es weiter. Wir haben doch schon ein paar gefunden. So. Ja, so langsam wird Itsuhara ja schon, ne, interessant. Frage ist jetzt halt nur, was fehlt hier noch alles? Da lang. Da ist noch Rauch. Vielleicht soll ich wirklich mal nach dem Optischen gehen. Das wäre auf jeden Fall mal was Neues, wenn man wirklich mal sagt, okay, da läuft jetzt Rauch nach oben und da gehe ich mal dahin und dann finde ich da was. Es wäre auf jeden Fall mal interessant zu wissen, ob das ein Indiz ist. Wisst ihr, was ich meine? Also es wäre ein cooles Feature. Was ja dann auch so ein bisschen, ne, der Wahrheit entspricht, weil das sieht nicht nach friedvoll aus da hinten.
Das sieht für mich eher so aus, als wenn da jemand eingefallen wäre. Sieht auch schon nach Auerbohauer aus. Hey! Ja! Ich hasse Speerkämpfer. Diese Lappen. Ich hasse Speerkämpfer so sehr. Ja, bin doch dabei. Meine Güte. Ja, und wie war euer Samstag bis jetzt soweit? Dank, Fürst Sakai. Ihr seid sicher. Ihr ehrt mich, wenn ihr dies annehmt. Super. So, das ist jetzt Nummer 33. Gar nicht so weit. Ja, das, was ihr halt hier seht, ne? Sie verdienten den Tod. Bei mir war es ungefähr so. Ich weiß nicht, ob du gestern im Stream da warst, Kai. Das müsste eigentlich, ja, beim Ranch Sim. Also dementsprechend, ich habe heute ein bisschen weiter Ranch Simulator gespielt. Und habe zumindest. Dingsbums gemacht. Ein bisschen die Holzfrage. Spielerisch gemacht. Ja, bis 22 Uhr. Danach bin ich fast vom PC eingeschlafen. Ich weiß gar nicht. Mongolen haben Geiseln genommen. Diese bösen Halunken. Auf jeden Fall habe ich eigentlich gar nicht so viel gemacht, ne? Also ich war bis um 9 Uhr. Ja, sagen wir Viertel nach 8 war ich am Pennen. Und, hab dann einfach, ja, ein bisschen Range Sim gezockt. Die Holznachfrage ein bisschen dezimiert. Die Baugeschäfte, die wir... Die Blaupausen.